Heute geht es endlich mal wieder ums Kochen und es wird natürlich trendig. 10 Rezepte in 15 Minuten. Ich laber nicht lange, aber ein Abo könnt ihr auch da lassen. Bei 2 Minuten Abonnenten kriege ich höchstwahrscheinlich dieses Jahr den Gaming-Kanal von Julie Bam. Lasst ein Abo da. Es geht los mit dem ersten Gericht. Let's go. Der Sucuk-Mark wird dieses Baguette lieben. Oh mein Gott. Dazu brauchen wir also ein Aufbackbaguette, Tomaten, Kräuterbutter, einen schönen großen Mozi und Sucuk. Und dann das Ganze hier so aufschneiden und aushöhlen. Tomätchen in feine Scheiben schneiden, in das Baguette legen. Als nächstes den Sucuk aufschneiden und auch in kleine Scheiben. Die Sucuk, die Knoblauchwurst. Diese ganzen Stücke kommen jetzt auch als nächste Schicht in unser Baguette. Doppelt und dreifach hält besser. Wir brauchen Käse, Mozzarella, auch wieder in Scheiben. Und einmal draufgeben. Zu guter Letzt Kräuterbutter oben drauf. Ich mach's jetzt mit der Hand. Kräuterbutter muss man fühlen nämlich. Yeah. Das Ganze jetzt in den Ofen, solange wie ihr euer Baguette eben auch aufbacken würdet, bis es so aussieht. Hier ist jetzt das fertige Ergebnis. Das sieht ziemlich lecker aus. Bleibt nur noch der Taste-Test. Das ist wirklich insane lecker. 5 von 5. Weiter geht's zu Rezept Nummer 2. Wir bringen alte Foodtrends zurück und ihr wollt, dass wir jetzt den chinesischen Gurkensalat machen. Das kriege ich auch hin, oder? Essstäbchen, Messer und kleine Gürkchen. Gurke legen wir jetzt zwischen die Stäbchen und schneiden auf einer Seite geradeaus runter. Und jetzt das Ganze von der Rückseite schräg anschneiden. Oh. Und dann schütten wir ein bisschen Salz drüber, damit die Gurke entwässert. Jetzt kommt Knoblauch hier rein. Einmal reindrücken. Danach noch einen Schuss Sojasauce, Reisessig, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Honig und für den Kick am Ende ein bisschen Chili. Zu guter Letzt können wir das Ganze noch toppen mit ein bisschen Sesam, denn Sesam macht alles besser. Soweit, so fertig. Probieren wir mal. 5 von 5 lecker und einfach. Geil. Weiter geht's. Mein Partner Horstmann und ich, wir sind natürlich immer noch hoch im Kurs. Und deswegen gibt's auch für euch was hoch im Kurs. Und zwar mein Rabattcode. Mit Code FREEWAFFEL spart ihr nämlich 10% auf eure Bestellung bei Horstmann. Da gibt's auch 2 Gewürze von mir. Einmal Let's Do Pasta ist auch von mir. Und Bololicious. Mein erstes Gewürz, was mit Horstmann kam. Falls ihr also mal ein bisschen die Rezepte nachkochen wollt, schaut doch gerne mal vorbei. Ihr unterstützt uns damit, wenn ihr da mit dem Code einkauft. Und jetzt viel Spaß beim weiteren Video. Wir haben ja keine Zeit. Es muss ja schnell gehen alles. Also kauft doch mal bei Horstmann. If you're seeing this video, consider it your sign to go make the viral pizza lava toast. Die Frau hat gesagt, ich soll den viralen Pizza Lava Toast machen. Let's go. Was ihr dafür braucht, ist Toast, Käse, Pizzasauce, bisschen Mozzi und Belag eurer Wahl. Bei mir sind Salamis. Brett. Brett. Dieses Stück Käse müsst ihr jetzt in 4 Scheiben schneiden. Und dann einmal außen auf den oberen Toast legen, sodass in der Mitte eine kleine Kuhle entsteht. Den unteren Toast auf den oberen legen. Dann einmal beim oberen Toast die Mitte eindrücken. Da rein kommt jetzt ein bisschen Pizzasauce. Ui, ein kleines Bett von Pizzasauce. Und dann kommt schon der Käse drauf. Dann ein paar Salamis. Und dann wieder eine Schicht. Und zu guter Letzt natürlich ein paar italienische Kräuter. Oh, das war viel, aber ist nicht schlimm. Ab in den Ofen. Oh, das ist mit den richtig viel italienischen Kräutern. Let's try. Da ist viel Käse, aber auch 5 von 5 lecker. Schauen wir uns mal das nächste an. Ei! Es gibt einen neuen Rahmentrend. Natürlich habe ich mitgemacht. Bin ihr jetzt neu, wie es geht. Bleibt dran. Das sehe ich ja schon vom Look, wie das geht. Ihr braucht ein paar Rahmen, braunen Zucker, Butter, Sojasauce, Chili, Sesam, Knoblauch und ein bisschen Lauch. Ah, Frühlingszwiebeln, kein Lauch. Ah. Dieses Wasser bringen wir erstmal zum Kochen und in der Zwischenzeit können wir schon hier ein bisschen brutzeln. Pfanne an und unsere Butter rein. Knoblauch in eine Presse. Und in der Zwischenzeit schon mal unsere Nudeln in das kochende Wasser. Nachdem das alles ein bisschen angebrutzelt ist, löschen wir hier einmal so ein bisschen ab mit Sojasauce und machen noch ein bisschen braunen Zucker rein. Zu guter Letzt ein bisschen Chili rein. Und bevor unsere Nudeln fertig sind und wir das alles vermischen, können wir schon mal ein paar Frühlingszwiebeln fertig schneiden. Wenn unsere Nudeln fertig sind, alles nach und nach rübergeben in unsere Soße. Und noch mal kurz einköcheln lassen. Und so schnell kann es gehen. Jetzt einfach nur noch eine Schüssel, Nudeln einmal rein. Und alles vernünftig dekorieren mit unseren Frühlingszwiebelchen und ein bisschen Sesam. Bleibt nur noch der Taste-Test. Geil, safe 5 von 5. Nur lecker.
Weiter geht's. Big Mac Tacos. Das schaffe ich auch. Easy. Dafür brauchen wir erstmal ein paar Wraps, Hackfleisch, ein Eisbergsalat, ein bisschen Käse, eine Zwiebel, Gürkchen und für das Wichtigste die Big Mac Soße, Paprika, Knoblauchgewürz, Pfeffersalz, Ketchup, Mayo, Senf und ein bisschen Gurkenwasser. Machen wir als erstes mal die Soße. Dafür ein paar Sachen klein schneiden. Zum einen Gürkchen, Zwiebelchen, ein bisschen Mayonnaise rein, Ketchup, ein Schuss Senf, Gurkenwasser, Paprika, Knoblauch, oh, viel, gut, Salz und Pfeffer. Und schon ist die berühmte Big Mac Soße fertig. Jetzt geht's zu den Wraps. Einmal hinlegen, Hackfleisch festdrücken. Oh, das ist nicht okay irgendwie. Das ist wirklich nicht okay. Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch. Und schon in die heiße Pfanne damit. Während das jetzt brutzelt, können wir aber schon ein bisschen weiterarbeiten. Wir nehmen uns einmal ein Gürkchen, schneiden das schon mal in kleine Scheiben. Dann ein bisschen von unserem Salat und natürlich noch ein bisschen Zwiebel. Wenn unser Fleisch fertig angebraten ist, drehen wir das Ganze mal in der Pfanne um. Das sieht gar nicht okay aus. Und dann legen wir mal zwei Käsescheiben auf unser Fleisch und machen Deckel auf unsere Pfanne. Wenn der Käse durch ist, kommt unser Wrap einmal aus der Pfanne. Und dann geht's schon ans Belegen. Ein bisschen Salat, ein paar Zwiebelchen und noch ein paar Gürkchen. Natürlich darf die Big Mac Soße nicht fehlen. Dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal. Das ist so pervers. Aber bei mir nur eine 3,5. Weiter geht's. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem für mich. Wir brauchen Käse und Gurken und natürlich eine Pfanne. Während die Pfanne erhitzt, könnt ihr natürlich schon den Käse da reinlegen. Oh, Hammer. Und dann muss der Käse jetzt erstmal anschmelzen. Oh je. Wenn das Ganze schön kross geworden ist, einmal ein Gürkchen in die Mitte und dann nach und nach den Käse um die Gurke wickeln. Sorry, dass ich das so sagen musste. Oh je, ich hab's nicht gut rumgewickelt gekriegt. Ich bin kein Künstler. Ah, Gott. So. Ja, das ist es, ne? Ja, bevor ich da jetzt reinbeiße, einmal kurzer Shoutout zu meiner eigenen Kochmarke. Die Sachen benutze ich auch die ganze Zeit. Bei fivi.gg kriegt ihr alles, was ihr für eure Küche braucht. Töpfe, Pfannen, alles, was in diesem Video bis dato benutzt wurde, ist alles von Fivi, meiner eigenen Kochmarke. Schaut da also gerne mal rein. Link dazu ist in der Beschreibung oder Artikel unter dem Video verlinkt. Und jetzt wird mal probiert hier. Uiuiui. Kleiner Hack, um das Ganze noch zu verfeinern. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen von unserer Big Mac Soße und nehme meinen Soßenpinsel. Oh, Hammer. Ich würde sagen, probieren wir das Ganze mal. Eine 3 von 5. War nicht so kacke. Wir machen mal weiter. I really like cold. Frittiertes Maischen. Das kriegen wir doch easy hin, sage ich. Was wir dafür brauchen, ist Mais, euer Lieblingsgewürz, was natürlich mein eigenes ist, und noch ein bisschen was zum Dippen später. Als erstes den Mais nehmen und in Strips schneiden. Hehe. Ach Gott. Puh. Mega easy. Und dann legen wir unsere Maisstückchen einmal hier drauf. Einmal ein bisschen Öl, was wir drüber drizzeln können. Und dann ein bisschen von dem Gewürz eurer Wahl. Wenn ihr noch einen Pinsel habt, könnt ihr das natürlich auch noch vernünftig verpinseln, damit es gleichmäßig aufgetragen ist. Und jetzt ab in den Ofen. Ich bin bereit für den Taste-Test, denn das ging ja recht flott und war super einfach. Das ist doll lecker. Das ist eine 4,8 von 5 lecker. Aber es gibt natürlich noch mehr. Big Mac Taco Action zum komplett ausflippen. Ich flippe komplett aus. Wir brauchen einmal Hackfleisch, ein paar Brioche Burger Buns, Big Mac Soße, die haben wir schon gemacht, eine Zwiebel, Paprikagewürz, Käse, Eisbergsalat. Mhm. Soße schon fertig. Dementsprechend kümmern wir uns als erstes um die Burger. Die rollen wir einmal komplett platt. Und diese kleinen Brötchen kommen in einer Taco-Form, dann in die kleine Auflaufform. Wenn wir das Ganze einigermaßen in Form haben, kommt da ein bisschen Olivenöl rein. Und dann kommen die kurz in den Ofen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns ums Hackfleisch, also die Füllung. Zwiebel schneiden, einmal anbraten, kurze Weinpause machen. Au! Ah. Wenn die Zwiebelchen ein bisschen angebraten sind,
kommt einmal das Hack dazu. Wie als wäre es ein großer Burger. Bisschen pfeffern, ein bisschen salzen. Wenn das Ganze schön durchgebrutzelt ist, legen wir da oben drauf einfach unsere Käsescheibchen. Einmal die Brötchen aus dem Ofen nehmen nach einer 5 Minütchen so, bis sie ein bisschen angetoastet sind. Machen ein bisschen Soße rein, danach ein bisschen Salat. Und dann kommt schon ein bisschen von unserem Hack mit Käse obendrauf. Okay, das machen wir jetzt einfach nochmal für alle durch. Nehmen wir uns mal hier einen raus aus der Mitte, würde ich sagen. Das ist schwierig zu greifen. Oh nee! Idee ist okay. Wir können auch ganz normal einfach einen Big Mac mit mir selber machen. Geschmacklich, gute 4 von 5. Ich glaube, ich brauche mal was Gesundes. Das gibt's jetzt. Top Food Trends. Und heute habe ich das Gurken-Sushi getestet. Das ist mega lecker, richtig schnell gemacht und vor allem auch noch gesund. Gesundes Essen. Dafür brauchen wir einmal Hummus, eine Gurke und eine, das ist keine Tomate, das wollte ich sagen, das ist eine Karotte natürlich. Ein bisschen Lachs, ein schöner Kräuterfrischkäse und Sesam. Dann ziehen wir von oben nach unten von der Gurke nach und nach immer weiter kleine Streifen ab, bis wir richtig große haben. Nachdem wir ein paar Streifen überlappend hier auf dieses Papierchen gelegt haben, nehmen wir uns noch ein bisschen Zewa, tupfen die Gürkchen von oben auch nochmal ab, dass schön viel Feuchtigkeit rauskommt. Ist gut für deine Haut. So jung, so agil, so viel Kollagen. Ewige Jugend. Dann nehmen wir uns ein bisschen von unserem Frischkäse. Dann wird der hier einmal drauf vernünftig verteilt. Müssen wir nochmal die Möhre kurz präparieren. Eine Seite ab, andere Seite ab. Hier wieder Streifen rausschneiden. Und längs hier drauflegen. Noch ein bisschen von unserem Lachs hier rein. Und auf den Lachs noch einen Schuss Hummus. Jetzt noch ein Mühpfeffer. Und ein bisschen Salz. Und dann das Ganze aufwickeln wie eine schöne, dicke Sushi-Rolle. Und zur Deko ein bisschen Sesam drüber. Das ging wirklich super easy und super schnell. Probieren wir das Ganze mal. Cooler Snack, wenn man so Fremden zeigen will, dass man sein Leben unter Kontrolle hat. 4,8 von 5, sage ich. Übel lecker. Aber eins geht noch, oder? I have been seeing this spaghetti all over my For You page, so I finally tried it and y'all, it was so good. Wir probieren's. Ihr braucht Spaghettis, Mozzarella, Parmesan, Butter, Kochsahne, Knoblauch, ein bisschen Tomatensauce, grüne Paprika, eine Zwiebel und noch ein paar wilde Gewürze eurer Wahl. Und natürlich Hackfleisch. Damit fangen wir an. Pfanne heiß machen, Öl in die Pfanne träufeln. Zwiebel reingeben. Sobald ihr die Paprika auch fertig geschnitten habt, auch direkt reingeben. Während das jetzt ein bisschen brutzelt, können wir das Ganze natürlich auch schon würzen. Bisschen pfeffern, salzen, bisschen Knoblauchpulver, ein Schuss Chili, das Scharfe. Hey. Und dann noch ein bisschen italienische Kräuter. Wenn das Ganze ein bisschen angebraten ist und gewürzt, Tomatensauce dazu. Dann braucht ihr Topf in dem Wasser. Topf in dem Wasser. Wasser in dem Topf braucht ihr. Wird einmal gesalzen und dann könnt ihr darin schon eure Nudel kochen. Jetzt fehlt nur noch die Alfredo-Soße. Dafür kleiner Topf. Zur Butter kommt schon mal Knoblauch. Sobald die Butter geschmolzen ist, kommt noch ein bisschen Sahne dazu. Das Ganze wird dauerhaft eingerührt. Und dann kommt in die Mischung noch ein ganzes Päckchen Parmesan. Nudeln sind ready, dann kommt das Ganze einmal in unsere Auflaufform. Unsere Alfredo-Soße einmal vernünftig über die ganzen Nudeln. Und zum Schluss noch unsere Hackfleischsoße. Und jetzt natürlich noch toppen mit ein bisschen Mozzarella. Das muss in den Ofen und dann sieht so aus. Wir probieren das Ganze mal hier schön aus der Ecke. Ein bisschen oi, oi, oi. Nudeln on point, Schärfe on point, Soßen on point. Es fehlt nur Salz. Aber ansonsten ganz schön lecker, sage ich. Eine gute 3,3 von 5. Das war's von dem Video. Viel gekocht, viele Rezepte. Habt ihr mal ein Themenfeld, wo ihr 10 Rezepte in 15 Minuten sehen wollt? Schreibt es in die Kommentare und ich sag tschüss. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da.
guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.